Hallo, heute geht es alles um die Wurst. Alles, was wir hier sehen, werden wir zusammen zu einer sehr guten Wurst verarbeiten. Das ist ein Rezept nach altem Gebrauch meiner Großeltern, nach einer berglanddeutschen Tradition, eigentlich stammend aus Böhmen. Dazu brauchen wir Nacken, Fleisch und Bauchfleisch. Jeweils ungefähr 5 Kilo, also halb halb gemahlen. Dazu verwende ich süßen Paprika, gemahlenen schwarzen Pfeffer, roten Paprika aus Spanien, auch gemahlen. Er ist leicht geräuchert und sehr leicht pikant, also nicht ganz scharf, nur sehr leicht scharf. Für den knoblauchigen Geschmack habe ich eine selbstgemachte Knoblauchsoße. Da wird der Knoblauch einfach geputzt, ein bisschen zusammengequetscht, mit Salz eingerieben und mit lauwarmes Wasser aufgefüllt. Und man lässt es ungefähr 48 Stunden zum Gären. Und davon benutze ich nur das Wasser. Selbstverständlich verwende ich auch Salz. Nicht zu viel, weil sonst Salz nimmt die Feuchtigkeit heraus aus der Wurst und dann bleibt die Wurst einfach viel zu salzig. Dazu kann ich euch noch sagen, das ist ein Metzgereisplitz. Man hatte verschiedene Aufsätze für verschiedene Darmgrößen und ich verwende sehr gerne Naturdarm. Man kann es hier sehen. Also, wir nehmen jetzt das Fleisch. Ich habe eine Kuhle in der Mitte gemacht und da kommen jetzt alle Kräuter, Pfeffer, Salz und Knoblauchsoße und danach wird alles durchgemischt. Gemischt, ganz, ganz, ganz gut durchgemischt. Und jetzt kommt die selbstgemachte Knoblauchsoße. Oh mein Gott, es stinkt bis zum Himmel hinauf. Und da kommt einfach nur das Wasser. Das gibt einen sehr intensiven Knoblauchgeschmack. Jetzt wird einfach hier noch gepanscht. Jetzt werde ich den Spritz auffüllen. Ich kann mich noch erinnern an die alten Zeiten, als wir zuletzt kurz vor der Ausreise nach Deutschland das letzte Mal unsere Schweine geschlachtet haben. Und dieses Gefühl von Weihnachten und Weihnachtsgefühl habe ich auch jetzt. Ich fühle mich wirklich zu Hause angekommen. Und dazu verwende ich eine doppelte Nadel, die ist sehr scharf, um einfach diese Lufteinlässe in der Wurst auszupressen. Sonst würde die Wurst einfach kaputt werden, wenn man die Luft drin lässt. Bei einer gewissen Größe kann man es einfach drehen, auch zusammenpressen und drehen. Wenn diese Hohlräume, die tun wir einfach rauspressen. Nach circa einer Stunde Arbeit ist die Wurst fertig. Das ist unsere Ernte. Wir werden sie auf der Terrasse zum Lüften aufhängen und danach werden sie paarweise, so zwei Paare,
portioniert, eingefroren. Oh, wow. Wow. Cool story, bro.